Hallo ihr Lieben, heute bin ich mal wieder alleine da. Die Uli liegt in der Sonne, kann sie ja auch mal genießen. Und ich mache wieder mal mein kleines Bastelvideo. Und ich will euch was vorstellen, was wir uns selber gekauft haben. Wir sind nicht gesponsert oder ähnliches. Wir haben uns das selber gekauft, selber installiert. Und ihr könnt sehen, dass ihr eine Menge Geld damit sparen könnt. Also bleibt dran, gleich am Intro. Wir sind Freddy und Uli. Wir reisen seit 2013. Erst mit einem Wohnwagen, dann im Zelt und seit 2018 in unserem Kastenwagen Rot K540. Aber es darf auch zwischendurch mal eine bequeme Pauschalreise sein. Wir haben auf diesem Weg viele schöne Länder, Orte und Plätze gesehen und auch viel erlebt. Auf unserem Kanal One World 1000 Places nehmen wir euch gerne auf unsere Reisen mit. Aber wir zeigen euch auch gerne Dinge, die uns begeistern. Festen Stell- und Campingplätze stellen euch Kastenwagen und Wohnmobile vor. Und auch Menschen, die wir kennenlernen. Wir laden euch herzlich ein, uns zu begleiten. Gefällt euch unser Kanal, dann könnt ihr ihn gerne kostenlos abonnieren und ihr verpasst nichts mehr von uns. Ja, und zwar ist das eine Geschichte, die jeder von uns eigentlich haben sollte in seinem Fahrzeug. Weil es gibt genug, ich sag mal, böse Leute, die einem was Böses wollen und ganz gerne auch in unser Fahrzeug rein möchten, um da eventuell irgendwas rauszuholen. Ihr hört schon raus, es handelt sich um eine Alarmanlage. Das ist eigentlich eine Haushaltsalarmanlage hier. Ja, die Firma würde ich mal sagen, obwohl wir da nicht bezahlt werden für, aber das ist die ASG Home. Es gibt unterschiedliche andere Produkte in ähnlicher Form. Wir sehen immer nur diese fest verbauten Sachen hier. Auch wir haben uns was besorgt, was wir einbauen wollten. Das baut man unten irgendwie eine Batterie ein. Da wird auch irgendwie dann der Zündvorgang unterbrochen oder ähnliches. Da haben wir allerdings dann rausgehört, als wir schon hier hatten, dass es dazu auch zu Störungen kommen kann im Motormanagementsystem und dass es angezeigt wird, dass man erst wieder die Fehler rauslöschen muss und so weiter. Deswegen, das sind so Sachen, naja, das wollte ich nicht haben, ich habe das zurückgeschickt. Dann gibt es ja auch diese Kegel, haben ja auch die ein oder anderen bei sich stehen. Ganz praktisch, wer eindringt, macht das Ding Krach. Also für den Raum Krach, für draußen weniger. Dazu müsste man ja draußen eine Alarmanlage haben. Aber das reagiert dann eben auf Bewegungen, die drin sind und es wird dann auch gleichzeitig gemeldet. Das Ding kostet um die 300 Euro. Wer das Geld dafür hat, auch eine Lösung. Ja, das ist jetzt eine herkömmliche Home-Anlage hier. Dazu gehören 1, 2, 3, 4, 5 Sensoren, Fenstersensoren oder Türsensoren, je nachdem. Ich blende das gleich mal ein zwischendurch, wo ich die mal verbaut habe und wo die genau stecken. Das Ganze besteht aus einer Basisstation. Die kann ich einmal hier eben vorholen. Moment, wo ist das? Ah, jawohl. Ja, also ich ziehe die mal hier ab, ich stecke sie gleich wieder auf. Das ist das Ding jetzt hier so. Hat auch noch eine Batterie drin. Das heißt, wenn der Strom unterbrochen wird, läuft das auch noch eine Zeit lang. Also braucht da keine Angst zu haben, dass dann kein Schutz da ist. Es ist dann immer noch da. Und für den Fall, dass wirklich einer versucht einzudringen, so habe ich die Sensoren so angebracht, dass wer die Tür aufmacht, der wird schon böse überrascht, weil hier drin ist es sehr laut. Für außen nur mit offener Tür wahrscheinlich richtig zu hören, dass da wirklich einer reagiert. Aber ich meine, auf die normalen herkömmlichen Alarmanlagen bei den Autos hört auch keiner mehr. Insofern ist sowas immer noch zumindest zur Abschreckung. Ich klebe das mal wieder hier dran. Moment. Ach, machen wir gleich. Ist aber mit Batterie. So. Die Sensoren habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr hier in dem Karton. Ihr könnt euch mal angucken, wie das ungefähr aussehen wird. Aber ich blende sie auch ein. So. Das ist die Basisstation. Recht klein. Kann man irgendwo hin tun, wo es keiner sieht. Haben wir auch gemacht. Was ein bisschen doof ist, dass da ständig eine Lampe an ist. Ich weiß nicht, ich muss noch mal nachlesen, ob man diese auch ausmachen kann. Ich muss nicht sehen, dass das Ding aktiviert ist. Das hört man ja durch das Piepsen. Es gibt Piepsgeräusche. Deswegen gehe ich mal davon aus, das wird irgendwo abzuschalten sein. Aber ich bin eigentlich... Ja, hab's noch nicht rausgekriegt. Aber ich habe mich auch noch nicht besonders bemüht darum. Hat ungefähr so, ich sag mal, 6 Watt im Verbrauch. Wenn das natürlich dauernd läuft, wird die Bordbatterie auch entsprechend gefordert. Und wenn ihr das Bordnetz ausschaltet, komplett,
dann ist natürlich das Ding auch irgendwann aus, wenn die Batterie alle ist. Deswegen, man könnte da ja auch genauso gut so eine zusätzliche Stromversorgung da dranhängen oder ähnliches. Wie gesagt, 6 Watt verbraucht das Ding. Uns juckt das jetzt nicht so viel, weil wir ja die 200 Amperestunden Batterie haben und die auch während der Fahrt wieder aufgeladen kriegen. Aber das wäre ja eigentlich das Interessante an der ganzen Geschichte. Was ich besonders pfiffig finde, ist, da gibt es, hier kann man sich eine App runterladen, ganz simpel. Man hält einfach sein Handy hier an den QR-Code und dann kriegt man die angezeigt, dann lädt man die runter, meldet sich da an. Und in dem Fall, wo jetzt einer meint, er müsste hier die Türen öffnen oder versuchen, irgendwie auf gewaltsame Weise hier reinzukommen, ja, da wird man dann informiert. Und das ist das Schöne. Also Gott sei Dank, wir stehen ja hier ein bisschen abseits. Die Möglichkeit ist immer da, dass mal einer fummelt. Bis jetzt gab es noch keinen Alarm, aber ich bin auch ruckzuck hier dran, wenn der Alarm losgeht. Weil das kriegt er ja nicht, also den einzigen Alarm, den derjenige mitkriegt, ist natürlich, wenn das Ding trötet. Wenn er das findet, steckt es ab, meint er eigentlich, er wäre in Sicherheit. Nee, ist er nicht, weil dann komme ich. Klingt jetzt vorlaut, aber zumindest werde ich den so erschrecken, dass er mit Sicherheit türmen geht. Ich kann das ja mal so ein bisschen vormachen, was passiert. Hier gibt es einmal so zwei Schlüsselfinger hier. Ja, gibt es dabei. Also das Set besteht auch die unterschiedlichen Größen, gibt mit 3, mit 4 oder mit 5, ich glaube bis zu 8 geht das sogar, Sensoren. Aber so viel brauchen wir ja nicht. Wir haben die Fenster abgesichert, die beiden Türen und die Tür und das reicht. Und wenn man dann die Tür aufmacht, ich kann das mal hier vormachen, man kann nämlich auch einen Alarm machen, wenn man jetzt hier irgendwo steht und da will einer hier in die Hütte rein, wenn man schläft nachts. Dann kann man das nämlich auf Haus stellen und dann klingt das ungefähr so. So. Also nur wenn man länger Zeit drückt, dann geht das Ding auch aus. Das ist, man sollte es ja zumindest in der Nähe haben. Aber wie gesagt, wenn man einen Alarm auslösen will, weil jemand versucht hier reinzukommen, dann ist das schon mal sehr laut, also das tut wirklich in Ohren weh. Und man schreckt denjenigen ab oder man macht es eben auf Haus. Das heißt, wenn wir innerhalb des Dings hier sind, hier, des Wohnmobils, und es kommt einer, oder ich sag mal, wir schlafen, liegen im Bett und schlafen, und es macht einer irgendeine Tür auf, dann ist das auch aktiviert. Und dann macht es auch Theater. Ich kann ja mal eine Tür öffnen, komme ich da dran. Mal gucken, ob hier was alle entwickelt. Habe ich gar nicht. Moment. Muss ich einen machen. Und dann stelle ich das Ding jetzt mal scharf. Oder ich stelle es mal raus. Damit das funktioniert. Ich habe hier an der Seite den Sensor dran. Und jetzt mache ich mal die Tür auf. Ihr habt es gehört, es funktioniert. Also ganz ehrlich, wenn man so aus dem Bett geklingelt wird, dann ist man aber auch wirklich alarmbereit. Also da ist man sofort wach, das schwöre ich. Und so funktioniert das mit allen Türen jetzt hier. Wie gesagt, wir haben 5 Sensoren verbaut. Einmal hier im Seitenfenster, dann hier in der Tür, da in der Tür, hinten in der Küche nochmal im Fenster, sodass wir versucht hier reinzukommen. Wird erstmal mit Lärm belästigt, auf Deutsch gesagt. Und wir kriegen auf unser Smartphone dann die Meldung. Ich kann das auch mal eben zeigen. Ich habe hier das Alarm ausgelöst. Und dann sagt er mir hier, Alarm. Also Alarm ausgelöst. So, da weiß ich gleich Bescheid. Aha, da wollte einer was. Jetzt ist ja Unterschied zwischen dem, es gibt ja ein Signal. Das wird hier auch registriert, wenn man auf oder zu macht. Wenn aber ein Alarm ausgelöst wird, dann ist dieser Text, der da ist, etwas kräftiger markiert. Also man sieht sofort, da ist was Böses im Spiel. Ja, das ganze Ding hat, ich glaube, 89 Euro gekostet. Wenn ich mir vorstelle, was diese anderen Kegel da kosten, 300 Euro und was es sonst für Möglichkeiten gibt, finde ich das eigentlich eine recht günstige Geschichte, um zumindest die Täter abzuschrecken. Oder in dem Fall, dass einer versucht einzudringen, in der Nacht gewarnt wird.
Finde ich eine schöne Sache. Das Installieren war ganz einfach. Also man schließt da wirklich das Ding nur an Strom an. Dann macht man die App auf. Die findet das Gerät dann und dann bestätigt man das. Und ansonsten läuft das dann an normalen USB-Strom. Und was natürlich für uns auch praktisch ist, weil wenn wir keinen Festnetzstrom haben, wäre das sonst blöd. Wir haben das jetzt wirklich an die Batterie direkt angeschlossen, also nicht direkt, natürlich mit einer Sicherung dazwischen. Und dadurch haben wir, also ich sag mal so, wir haben von der Batterie haben wir eine Autosteckdose, da steckt ein USB-Stecker drin und da ist das eingestöpselt. Also für alle, die jetzt meinen, ich ziehe dann einfach den Strom ab, das Ding macht dann immer noch der Halter, das hört dann nie auf, weil es ist ja ein Speicher drin. Und das rauszuschmeißen wäre das Blödeste, was derjenige machen kann. Weil da trötet nämlich draußen lauter als hier drin. Ja, diese Sensoren bestehen aus zwei Klötzen. Einmal, der an der Tür ist und einmal, also wenn man außen anmacht, nicht außen, sondern an der Seite anmacht. Und auf der anderen Seite liegt das so an. Ich habe es jetzt leider verbaut. Im Bild könnt ihr das jetzt sehen. So dass, wenn jetzt die Tür geöffnet wird, wird dieser Kontakt geöffnet und damit ist das Ding dann aktiviert. Dann macht es wieder Krach. Wenn einer von euch das schon hat, dann könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, ob man dieses Licht auch rauskriegt. Weil wir kamen hier letztens hin und haben uns gewundert, warum hier ein Licht im Raum an ist. Das haben wir so gar nicht bemerkt. Aber ich denke mal, das ist irgendwie wahrscheinlich in der Software abschaltbar. Gehe ich mal von aus. So, um die technischen Dinge mal eben zu erklären. Wie gesagt, eine Basisstation, 5 Kontaktsensoren, 2 Remote Controls sind in dem Paket, ein User Manual, also Bedienungsanleitung, wenn ich die lesen würde, wisst ihr, wie es geht. und dann ein Kabel und der Stromadapter dafür. So. Das Ganze ist natürlich made in China, arbeitet mit Google Home und mit Amazon Echo zusammen. Was ja auch nicht verkehrt ist. Wir haben ja hier auch Echo verbaut, darüber machen wir nochmal was extra. Das soll aber heute nicht das Thema sein. Ja, so viel dazu. Also das Ding ist auch noch ausbaufähig. Ihr könnt euch jederzeit noch Sensoren dazu kaufen. Alles easy to install. Long-term Contacts und so weiter. Also, ich schaue mir gar nicht, ob die Dienstanleitung hier drin. Nee, aber so sieht das dann aus, wenn es rausgeräumt ist. Wie gesagt, ich habe euch gezeigt, habe euch eingeblendet, was wir da für Kontakte haben und in Aktion auch nochmal gezeigt. Das wäre ein kurzer Techniktipp von mir. Ja, darauf achten, dass es EU ist. Ich habe das beim großen A gekauft. Jeder weiß Bescheid jetzt, was das heißt. Wenn nicht, schreibt uns und wir antworten. Ja. Also nochmal zusammengefasst. Ganz normal die Türen absichern für Einbruch. Man wird informiert darüber, dass eingebrochen wird. Für den Fall, dass man hier ist, nachts im Bett liegt, kann man auf Haus stellen. Das ist extra so ein Haussymbol. Und dann ist das von innen gesichert. Wer da versucht einzubrechen, selber geweckt. Und sollte man angegriffen werden, hier drin, ist nochmal ein extra Taster für Alarm, den man direkt drücken kann, dann geht das Ding sofort los. Ach so, ganz wichtig, das ist nicht das einzige, der einzige Ton, den man machen kann. Es gibt jede Menge Alarmtöne, ich glaube 18 Töne oder was weiß ich nicht, die man auswählen kann. Ich habe 10 genommen, der am schrillsten war, weil das wirklich, das geht wirklich durchs Knochenmark. Also wenn der losgeht, das ist echt Hammer. Kann ich nochmal machen. So unangenehm. Möchte ich eigentlich gar nicht, aber ich mach's trotzdem. So. Und einfach drücken hier auf dieses offene Schloss. Dann geht das Ding wieder aus. Also das ist brutal, das ist echt brutal. Gut. Das war's, was ich zu sagen hatte. Mehr brauchen wir nicht. Der nächste Film kommt wieder am Sonntag.
Diesmal wird es wahrscheinlich auch was Technisches sein, aber genau weiß ich es noch nicht, weil wir haben ja hier auch schon hier so diverse Sachen verbaut, die wollen wir ganz gerne zeigen. Könnte nächste Woche kommen. Lasst euch überraschen. Wenn euch das gefallen hat, legt daran Daumen hoch. Daran sehen wir, dass es euch gefallen hat. Und in die Kommentare ruhig schreiben, was euch sonst dazu einfällt. Auch vielleicht über so Anregungen, vielleicht gibt es da noch irgendwas anderes, was wir noch damit machen können, ähnliches. Ja, und vergesst das Abonnieren nicht, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Die nächste große Reise steht bevor, kommt auch noch dazu. Wir fahren jetzt bald nach Aragonien. Also lasst euch überrascht. Aragonien und Navarra. Ein bisschen La Mancha noch. Lasst euch überraschen. Also, bis dann. Tschüss in die Ferne. Beim nächsten Mal wieder mit Uli. Tschüss in die Ferne.